ihr Lieben. Auch heute habe ich nochmal eine Buchvorstellung für euch. Und zwar soll es heute um Hot, heute Nacht gehörst du mir von Lauren Blakely gehen. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Als allererstes, wie immer vorweg, ich habe dieses Buch netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den Verlag, dass ich dieses Buch bekommen habe. Ich habe mich sehr gefreut. Und ich würde sagen, wir starten bei Hot wie immer mit dem Inhalt. In Hot geht es um Wyatt Hammer. Und Wyatt ist der Bruder von Nick Hammer, dem Protagonisten aus dem zweiten Teil, und man erfährt in diesem Buch auch, dass die beiden Zwillinge sind. Wir begegnen Wyatt in dieser Geschichte an einem Punkt, wo er mit sich und seinem Leben eigentlich sehr zufrieden ist. Seine Firma, die er aufgebaut hat, läuft ganz gut und er ist kurz davor zu expandieren und die Firma zu vergrößern. Und ja, er hat eine Top-Assistentin an seiner Seite, die für ihn alles managt und seine Termine plant und das alles koordiniert. Und ja, das Leben könnte schöner nicht sein, wäre da nicht das kleine Problem, dass er sich zu seiner Assistentin ziemlich stark hingezogen fühlt. Und ja, die beiden bekommen dann die Chance auf einen Großauftrag in Las Vegas. Und ja, als die beiden dann in Las Vegas sind, passiert etwas zwischen ihnen. Und ja, mit den Konsequenzen, die dann daraus entstehen, müssen die beiden in dieser Geschichte irgendwie zurechtkommen. Und was mit den beiden alles passiert, das ist es im Endeffekt, worum es in Hot schlussendlich geht. Und mehr möchte ich zu dieser Geschichte eigentlich auch nicht sagen, denn ich möchte dieser Geschichte nicht zu viel vorwegnehmen. Man erfährt ganz am Anfang im Prolog schon, worum es in dieser Geschichte eigentlich genau geht. Denn im Prolog spricht Wyatt den Leser direkt an und sagt ja, hey, ich erzähle dir jetzt mal meine Geschichte, was da alles so vorgefallen ist. Und das fand ich sehr, sehr cool. Das fand ich richtig niedlich am Anfang. Ich würde sagen, wir starten wie immer mit der Handlung. Und hier kann ich nur sagen, dass mir die Handlung im Großen und Ganzen gut gefallen hat. Ich muss allerdings sagen, dass es für mich der bisher schwächste Teil der Reihe gewesen ist. Also Mr. Over definitiv mein Lieblingsteil. Danach kommt Big Rock und danach kommt es der hier. Ganz einfach, weil ich fand, dass der erotische Anteil und dieses ganze, was da drumrum passiert, das war mir einfach zu viel in diesem Buch. Und ich finde, die Geschichte hat dabei für mich etwas zu sehr gelitten. Und dann konnte ich manche Dinge, die die Charaktere in diesem Buch entschieden haben und sich das Leben schwer gemacht haben, einfach nicht nachvollziehen. Und das wirkte für mich alles sehr gezogen einfach, und das fand ich ein bisschen schade. Und ja, deswegen ist dieses Buch auf jeden Fall für mich der schwächste Teil der Reihe. Dieses Buch ist immer noch eine richtig süße, niedliche, erotische Liebesgeschichte, wobei ich sagen muss, dass der erotische Anteil hier echt hoch ist, im Gegensatz zu den ersten beiden Büchern. Ansonsten, wie gesagt, was den Verlauf und die Handlung betraf, hat es mir gut gefallen. Man kommt gut durch die Geschichte, es macht alles Sinn, was in dieser Geschichte passiert. Ich kann zur Handlung eigentlich nicht mehr sagen, außer dass das für mich alles Sinn ergeben hat und dass es für mich gepasst hat. Also da gab es jetzt nichts zu meckern bei der Handlung und beim Verlauf. Ansonsten, was die Charaktere betrifft, haben wir hier Wyatt, aus dessen Sicht wir das Buch ja auch lesen. Und ich muss sagen, Wyatt ist ein cooler Charakter. Ich mochte ihn, er war mir sehr, sehr sympathisch. Aber ich finde, er hat sich halt selbst das Leben streckenweise ein bisschen zu schwer gemacht. Man konnte es einerseits schon nachvollziehen, warum, wieso, weshalb er das so gemacht hat, weil es mit seiner Vergangenheit zusammenhing. Aber ab einem gewissen Punkt in der Geschichte dachte ich mir einfach so, Junge, check's doch jetzt endlich mal. Und zu Natalie, die ja sein Gegenpart in dieser Geschichte ist, kann ich auch nur sagen, dass sie mir sehr, sehr sympathisch war. Natalie ist so eine kleine Karate-Braut, also sie kann Karate und Kampfsport, und das fand ich richtig cool. Ansonsten ist sie eine sehr, sehr liebenswerte Person, schließt Natalie sofort in sein Herz, und ja, sie ist einfach sehr, sehr sympathisch. Und ich hätte mir allerdings gewünscht, hier so ein paar Kapitel vielleicht aus Natalies Sicht einfach noch zu lesen, dass sie mir einfach noch so ein bisschen transparenter wurde, weil hier waren manche Stellen in der Geschichte, wo man sich einfach nur so denkte, warum macht die das jetzt? Das hat man dann zwar ganz am Ende auch erfahren, wieso, weshalb, warum sie manche Dinge getan hat, aber das wäre für mich als Leser in dem Moment, glaube ich, sinniger gewesen, das halt auch aus ihrer Sicht vielleicht einfach nochmal zu lesen. Also da hätte ich mir vielleicht so 2, 3 Kapitel aus ihrer Sicht gewünscht. Das ist jetzt nichts Dramatisches, aber es hätte für mich das Ganze halt so ein bisschen runder gemacht. Und ja, wie gesagt, ansonsten fand ich Natalie wieder sehr, sehr sympathisch. Was die Nebencharaktere betrifft, kennen wir diese teilweise schon aus Big Rock und Mr. O. Wir lernen hier aber auch noch ein paar neue Charaktere kennen, wo man sich so denkt, das könnte das potenzielle Pärchen für den nächsten Teil sein. Oder bin ich ja mal gespannt, was passiert. Also Lauren Blakely schafft es immer, einem wieder hier neue Charaktere in eine Geschichte vorzustellen, wo man dann auch wirklich Interesse an den Charakteren hat, aufgrund der Hintergründe, die diese Charaktere auch verpasst bekommen. Und ja, was das betrifft, freue ich mich schon auf den nächsten Teil, der erscheinen wird. Ich bin gespannt, um was für ein Pärchen es dann dort geht. Und ja, also was die Charaktere betrifft, kann ich nur sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Kann ich mich nicht beschweren. Ich mag die Charaktere von Lauren Blakely sehr.
Und ja, was ich an dieser Stelle vielleicht noch erwähnen könnte, wir haben hier ein Crossover in diesem Buch zur One Love-Reihe von Lauren Blakely. Wir lernen hier Simon und Abby kennen von One Dream. Und man sieht eine Szene, die man auch aus One Dream schon kennt, aber jetzt halt aus der Sicht von Wyatt. Und das fand ich richtig cool, weil wo ich One Dream gelesen habe, konnte ich mich noch erinnern an die Szene mit Wyatt. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das fand ich richtig, richtig toll. Ich bin ja so ein Fan von solchen Crossovern. Ich finde das ja auch bei Bianca Iosivoni immer ganz toll, dass sie da immer so kleine Crossover einbaut. Fand ich richtig cool, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen. Ansonsten, was das Setting betrifft, befinden wir uns hier wieder in New York und natürlich auch in Las Vegas. Und was soll ich sagen, New York und Las Vegas sind wieder zwei wahnsinnig tolle Städte. Und Lauren Blakely hat sich hier, was das Setting betrifft, einige gute Dinge einfallen lassen, was die Charaktere betraf. Und ja, zum Setting kann ich auch noch sagen, dass es mir gut gefallen hat. Ich hatte keine Probleme, mir irgendwas vorzustellen. Ich sag mal, man kennt ja New York und Las Vegas auch aus dem Fernsehen und weiß ja, wie es dort aussieht. Ich kann nur sagen, dass Lauren Blakely das alles schön beschrieben hat und auch die Interaktion in den Szenen hat sie gut beschrieben, dass ich da keine Probleme hatte. Also was das betrifft, kann ich mich auch nicht beschweren. Und als letzten Punkt immer noch den Schreibstil. Und auch hier kann ich ja sagen, dass Lauren Blakely wieder eine lockere, leichte, süße Geschichte geschrieben hat, die man super easy lesen kann. Also man kommt wirklich richtig leicht durch die Geschichte und man hat ratzifatzi hier mal eben zack 100 Seiten weggelesen und denkt sich so, was? Schon 100 Seiten? Oh mein Gott! Und ja, wie gesagt, die Geschichten von Lauren Blakely sind ganz locker, leicht und einfach in ihrem Aufbau, wie gesagt, sodass man sie einfach wirklich an einem schönen Lesenachmittag ganz entspannt mal mit lesen kann und einfach mal abschalten kann. Und ja, was das betrifft, mag ich die Geschichten von Lauren Blakely ja sehr. Und ja, mehr kann ich zum Schreibstil eigentlich auch nicht sagen. Also im Großen und Ganzen kann ich nur sagen, dass Hot wieder eine richtig süße, niedliche Liebesgeschichte ist. Wie gesagt, die für mich im Vergleich zu den anderen ein bisschen schwächer ist, weil ich einfach den erotischen Anteil in dieser Geschichte zu hoch fand. Das war mir persönlich einfach zu viel. Andere sehen das vielleicht wieder anders, deswegen ist das wieder meine persönliche Meinung und mein persönliches Empfinden. Ansonsten kann ich dir sagen, richtig süße, niedliche Liebesgeschichte wieder. Und ja, wie immer gilt, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf und ja, mehr gibt es an dieser Stelle auch nicht zu sagen. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.